heute bei Wer weiß denn sowas? Marika Kirios im Team mit Bernhard Hoeker. Und sie spielen gegen Hans-Jürgen Bäumler und Elton. Das Eiskunstlauf-Duell. Jetzt geht's los. Gemeinsam in die neue Woche zu starten. Hoffen, Sie hatten ein schönes Wochenende. Haben vielleicht am Samstag unsere Wer weiß denn sowas XXL-Ausgabe geschaut und dabei Spaß gehabt. Und wir wollen gleich mit Ihnen gemeinsam mit den neuen Fragen und natürlich tollen Gästen in die neue Woche starten. Marika Kirios ist zu Gast. Spielt mit Bernhard Hoeker. Und auf der anderen Seite, es ist nicht wirklich zufällig, Hans-Jürgen Bäumler. Ihr beide kennt euch natürlich gut. Ihr seid euch sportlich oft sehr, sehr nahe gekommen. Und da habe ich gleich was ganz Spannendes für euch zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass der Wiener Walzer im 18. Jahrhundert wegen seiner Enge beim Tanzen als unmoralisch galt? Ja, ja. Ja, weil man sich so nahe kommt beim Tanzen. Ja, ja, aber ich kenne Tänze, da kommt man sich viel näher. Ja? Ja. Tango. Stimmt, auch. Ja. Auch. Der war jetzt im 18. Jahrhundert in Wien nicht so en vogue. Ja. Aber der Wiener Walzer war engtanzunmoralisch. Ja. Was machst du hier denn jetzt schon gleich wieder mein... Was ist denn da drüben für eine Stimmung auf einmal? Die was ich gleich wieder belehren Marika, was ich immer wieder sehe, gerade beim Paarlauf, da muss man sich einander ja auch sehr vertrauen, da muss man sich ja sehr aufeinander verlassen können. Also die Partnerin muss dem Partner vertrauen, umgekehrt nicht. Ja, endlich wurde das mal gesagt. Aber da war auch immer Verlass. Ja. Ja? Solange er auf dem Eis stand, ja. Nein, ja, immer. Ja, ja, doch, doch. Nein, immer. Doch, Jürgen war schon verlassen. Ja, sonst wärt ihr nicht so erfolgreich gewesen. Nein, natürlich nicht. Ne? So, schauen wir mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Bernhard und Marika Kirios sitzen 58 Zuschauer. Und hinter Elton und Hans-Jürgen Bäumler 65. Und dann möchte ich noch einen ganz besonderen Gast heute bei uns begrüßen. Wir haben einige gehörlose Zuschauer heute hier bei uns im Publikum. Und deswegen haben wir auch eine Gebärdendolmetscherin, die alles, was hier gesprochen wird, übersetzt. Sarah, herzlich willkommen. Das, was zu Hause natürlich mit Untertiteln gelöst werden kann, das lösen wir hier im Studio so. Und jetzt schauen wir alle gemeinsam auf die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Trick 17, Wunder der Natur, im Urlaub, tierisch, Flugzeuge, Wintersport, Gold und Silber, damals, Fragezeichen, Kanada, clever und Schlagzeug. Elton, Hans-Jürgen Bäumler, fangen an. Ja, was wollen wir nehmen? Ich meine, mit Gold und Silber kennt ihr euch, erkennst du dich aus? Wintersport wahrscheinlich auch. Meine Kategorien sind jetzt nicht dabei, Essen und Trinken und sowas. Deswegen such du dir gerne irgendwas aus. Komm, wir fangen Gold und Silber an. Gold und Silber. Ja. Bin schon froh, dass du Hans-Jürgen nicht versucht hast, ihn damals reinzutreiben. Hier kommt die Frage dazu. Was ist das Besondere an Sterling-Silber? A. Dem Silber ist meist Kupfer beigemischt. B. James Sterling ließ sich das Edelmetall patentieren. Oder C. Es wurde bei der Gewinnung von Graphit getrennt. Also ich glaube, B glaub ist James Sterling sich das patentieren. Kann man sich kein Metall, hat er nicht erfunden. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das Englische, das läuft nicht zu schnell an oder ist irgendwie, ich glaube eher, dass da was beigemischt ist, könnte ich mir vorstellen. Bei der Gewinnung von Graphit getrennt, ja, das hätten doch dann die anderen auch gemacht, oder? Ja, ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Also jetzt kommt zu unserem Silber. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Schnelle Entscheidung hier bei Frage 1.
Team Elton entscheidet sich für A. Sterling Silber wird aufgrund seiner Härte gern für Schmuck verwendet. Es wird auch 925er Silber genannt, denn es besteht zu 92,5% aus Silber und zu 7,5% aus einem anderen Metall, in der Regel Kupfer. Es hat daher eine rötlichere Farbe als reineres Silber. Es geht gut los. Erste Frage, erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro für euch. Hm? Sehr Marika gut. Und Bernhard, womit können wir euch eine Freude machen? Flugzeuge. Hm? Oh. Der Spitzname Jumbo Jet für die Boeing 747 stammt A. vom hawaiianischen Wort für Donner, B. von einem berühmten Zoo-Elefanten oder C. von den Anfangsbuchstaben seiner Erbauer. Schade, ich hatte das mal gelesen und hatte gehofft, es kommt eine Erinnerung, aber es ist irgendwie total leer da oben drin. Okay, also dein Gefühl ist sofort von einem berühmten Zoo-Elefanten. Ja. Weißt du das oder rätst du das jetzt? Ich rate. Ach, du rätst. Gut. Ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich würde auch vom Gefühl nach keine Ahnung. Ist die Frage, ob wir jetzt, weil wir beide B fühlen, ob wir da uns hinfühlen oder ob wir einfach sagen, ganz ehrlich, wir fragen jetzt schon das Publikum, weil vielleicht hat es einfach jemand ja, schon genau. mitbekommen. Sollen wir das machen? Weil wir ja. haben Publikum fragen? Ja. Wir fragen jetzt schon B, das Publikum. Aber wir fragen jetzt schon das Publikum. Vielleicht weiß wir es fragen nicht, jetzt schon das Publikum. Und wir würden aber B wer mit, weiß, das wäre das, was wir so... Woher der Spitzname Jumbo Jet kommt für die Boeing 747? Naja, es scheint dann auf jeden Fall eine schwere Frage zu sein. Das ist beruhigend, besser als wenn alle aufstehen und man hat das Gefühl, oh meine Fresse. Ja. Du bist kurz davor, habe ich das Gefühl, ne? Nein, du hast nur gezittert. Einfach gut. Ja. Leider kein Flugzeugmechaniker oder sonst wie ein aber ist interessant, ja. Ein Plane Spotter. Ja, Plane Spotter auch nicht dabei. Auch kein Airbus ist halt Airbus. Also dann müsst ihr selber ran und müsst euch jetzt für eins entscheiden. Wenn wir beide für den Zoo-Elefant sehen, dann nehmen wir doch einfach B, oder? Wir nehmen B. Wir nehmen B. Bleiben wir bei dem, was wir. Ich kenne irgendeinen berühmten Elefanten, der Dumbo heißt. Genau. Aber Jumbo? Ein Jumbo-Jet ist ein besonders großes Passagierflugzeug, das seit Ende der 1960er Jahre gebaut wird. Der Ursprung des Spitznamens reicht zurück bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Damals war ein afrikanischer Elefantenbulle mit dem Namen Jumbo der Publikumsmagnet des Londoner Zoos. 1882 wurde er in die USA verkauft und war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Seither steht sein Name alltagssprachlich für außergewöhnliche Größe. Also euer Gefühl hat euch nicht getrügt. Auch für euch die erste richtige Antwort und die ersten 500 Euro. Ja. Also, nehmen wir Schlagzeilen. Mhm. Was steckte hinter dem Verschwinden von 1,6 Tonnen Trauben, die 2018 über Nacht von einem deutschen Weinberg abgeerntet wurden? A. Ein Nachbarsjunge wollte seine große Liebe beeindrucken. B. Konkurrierende Winzer wollten sich gegenseitig die Ernte vermasseln. Oder C. Ein ortsfremder Erntehelfer hatte sich in den Weinbergen geirrt. Boah. Moment. Was steckt hinter dem Verschwinden? 1,6 Tonnen. Das ist ja schon mal ein Problem, Menge. Das zu transportieren. Also das muss man erst mal wegbringen. Vom Lesen, von man gar nicht reden. Die über Nacht von einem deutschen Weinberg. 1,6 Tonnen. Hat aber einer ganz schön gepflückt, du. Also B kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil Winzer das nicht machen. Ich meine, die schätzen nicht. Ich glaube ganz im Ernst, ja. Und egal ob Konkurrenz und ob nicht, was machen. Also dann ist die Ernte weg. Okay, hahaha, du hast keine Trauben mehr. Finde ich also ein bisschen ein komisch. Ein ortsfremder Erntehelfer hatte sich in den Weinbergen geirrt. Ihr habt offensichtlich nicht davon gelesen, weil es ja die Kategorie Schlagzeilen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das tatsächlich A ist. Der Junge hat sich so ein Ding geklaut, so ein Erntewagen.
Und manchmal ist es ja bei diesen Fragen, dass man sagt, das raten die sowieso nicht. Aber ja, jetzt nehmen wir es deshalb. Und der ist dann mit dem Wagen durch die Ernte und hier, guck mal, was ich geschafft habe. Ja. Also ziehe ich die sich aus, weil das muss ja irgendwas Illegales in Anführungszeichen sein. Also es entweder ist so verrückt, dass es eigentlich A sein müsste. Wir nehmen A. Ja. Ein ortsfremder Erntehelfer oder ein Nachbarssohn. Es müssen Profis gewesen sein, die sich 2018 im rheinland-pfälzischen Deidesheim über einen Weinberg hermachten und diesen über Nacht mit einer Erntemaschine vollständig abernteten. Der Schock war groß und die Beute beachtlich. 1,6 Tonnen Rieslingtrauben im Wert von 8.000 Euro waren weg. Eine Woche später stellte sich heraus, es war kein beabsichtigter Raub. Ein ortsfremder Erntehelfer hatte nur die Orientierung verloren, die Weinberge verwechselt und den falschen abgeerntet. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ah. Ja, es bleibt bei 500 Euro. Und ihr könnt in Führung gehen. Mit einer richtigen Antwort auf die nächste Frage. Trick 17. Clever finde ich immer ganz spaßig. Und ich mag damals. Was hättest du gern? Ja, mach doch Trick. Trick 17. Ja. Ein 60 x 40 cm großes Stück Stoff, zwei Saugnäpfe und eine Schnur helfen gegen A. Bartstoppeln im Waschbecken, B. verkohltes Bratgut oder C. schimmelnde Erdbeeren. 60 mal 40, also das 60 cm. So 60 mal 40, das ist sowas, oder? Ja, so ein bisschen sowas Längliches. Genau. Zwei Saugnäpfe. So ein bisschen Handtuch, ein kleineres Handtuch. Zwei Saugnäpfe und eine Schnur helfen gegen, also verkohltes Bratgut, da kann mir, was wickelt mir das in Stoff ein und machen dann. Das macht ja keinen. Nein, also das ist gegen schimmelnde Erdbeeren haben wir auch nicht. Wie soll das denn sein? Lege ich die dann drüber? Aber im Bad natürlich. Im Waschbecken. Ja, dann mache ich Saugnäpfe rein, mach das fest und leg's drüber. Ja. Nehmen wir A, oder? Wir nehmen A. Ja. Das ist ja sehr gut, immer solche Sachen zu wissen. Ja. Ne? Man weiß ja nie, wo man sie mal braucht. Wer sich den Bart mit einer Schere oder einem Elektrorasierer stutzt, hinterlässt unschöne Bartstoppeln im Waschbecken. Hier helfen ein Stück Stoff, zwei Saugnäpfe und eine Schnur. Den Stoff mit der Schnur am Hals festbinden und mit den Saugnäpfen am Badezimmerspiegel befestigen. Schon fallen die Stoppeln beim Rasieren ins Tuch und lassen sich anschließend leicht entsorgen. Ja, Bernhard, fürs nächste Mal weißt du es. Aber egal wie, es war die richtige Antwort. 1.000 Euro. So ein Ding kann man sich tatsächlich auch teuer kaufen. Das habe ich bei Hot oder Schrott mal gesehen. Das kostet irgendwie 60 Euro. So ein blödes Ding, was? Egal. Das gibt's als. Ich habe noch nie gesehen. Aber interessant, zu welchen Zeiten du so Fernsehen schaust. Ja. Ne? Welche Sender? Also, was machen wir denn? Geht immer clever, nehmen, was Ähnliches. Ja, komm, mach mal. Ja, clever. Machen wir mal clever. Ja. Wogegen kann Eichschnee laut Experten helfen? A. Dunkle Augenringe, B. Flecken in Polstermöbeln oder C. quietschende Türen? Na, Mann, also. Ja, okay. Quietschende Türen. Kann natürlich sein. Ist das ölig? Aber der Eichschnee, der trocknet doch relativ schnell. Dann quietscht die Tür doch wieder. Ja. Zum Flecken in Polstermöbeln. Das Eiweiß, der Eischnee, der saugt doch. Saugt das? Macht auch Salz auf Weinflecken. Das ist doch, warum nicht Eischnee auf Polstermöbel? Ich wollte gerade sagen, der macht noch mehr Flecken, so Eischnee-Gedöns. Das glaube ich ihm nicht, weil der ist ja relativ trocken. Und gegen Augenringe, also guck mich mal an. Wenn du da jetzt zwei so Eiklecks drauf hättest, also das würde dir auch nicht helfen. Dunkle Augenringe, Eischnee. Fragen wir das Publikum, Elton. Meinst du? Sind viele Damen da? Ja, du bist ja auch nicht so sicher. Naja, ist das Einzige, was für mich in Frage käme. Weil, warum noch mal die Erklärung?
Ja, weil ich einfach glaube, dass das... Dass was rauszieht? Ja. Der Eischnee zieht was raus? Ja, das pulverisiert sich, das saugt was auf und dann kann man das so wegmachen. Meine Meinung. Ah, du meinst, wenn das trocknet? Ja. Dann ist das... Ja, ah, okay. Gell? Ja. Komm, wir machen's. Ja, das klingt gut. Ein bisschen muss man doch auch zocken. Ja, ja, frag mal die da hinten. Also. Ob das, ja. Ob die mit zocken und ja, hau doch weg, ist doch scheißegal. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Aber du hast natürlich recht. Da ist gleich auch irgendwie noch Stärke und sowas drin. Ja. Wenn das ist erst flüssig, dann pulverisiert das und dann kann man sagen, ja, das ist gar nicht, okay, wir nehmen B. Mhm. Ja, für eine gute Erklärung ist der Eltern immer offen. Wenig Schlaf, Nikotin und Alkohol führen zu schlechter Durchblutung und mangelnder Feuchtigkeit. Das Ergebnis können Augenringe sein. Für frischeres Aussehen ein Ei trennen und das Eiweiß schaumig schlagen. Dieses dünn auf die Tränensäcke auftragen und etwa 10 Minuten einwirken lassen. Die Feuchtigkeit zieht ein und die Proteine straffen die Haut. Die dunklen Augenringe werden so gemildert. Leider bleibt es bei 500 Euro. Tja. Aber euch freut's, nehme ich an. Such dir was aus, ich mag alles. Wir nehmen Wunder der Natur. Gut. Ich habe das jetzt einfach mal übernommen. Ja, 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 ja. Purpurmoos ist ein Zeichen dafür, dass... Purpurmoos, ja. Ich muss gerade mal gucken, wie Sarah Purpurmoos in Gebärdensprache übersetzt. Weil das kann ich mir nicht so einfach vorstellen. Purpurmoos. Nee, Purpur sind geschrieben, ne? Okay. A. In der Umgebung eine seltene Insektenart lebt. B. Die Luft schmutzig ist. Oder C. Die Gegend schon früh von den Römern besiedelt wurde. Also, was könnte das sein? Also eine seltene Insektenart lebt. Das heißt, dieses Purpurmoos ist spezialisiert auf diese Insekten oder umgekehrt. Ja. Glaube ich eher nicht, weil Moos klingt für mich nicht nach Insekten und die das bestäuben und so weiter. Ich glaube, das Purpurmoos ist so zu verstehen, dass es in irgendeiner Form ein Indikator ist. Ja, genau. Eben. Die Luft schmutzig ist. Das heißt, wir haben ein Moos und Pur... Die Luft mit reinigen können. Ist das vielleicht Purpur, weil es die Schadstoffe der Luft aufgenommen hat? Oder der Erde. Also es regnet und dann zieht es die... Die Gegend schon früh von den Römern besiedelt wurde. Das Problem ist, das gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, aber es gefällt mir einfach am... Das fällt mir total gut. Das haben die mitgenommen. Oder das ist ein Farbpigment, was bei denen benutzt wurde. Also das hing an den Wagen, das, an der Rüstung oder sowas. Deshalb bin ich beim Gefühl. Das finde ich auch viel schicker, auch wenn es falsch ist. Ja, sollen wir das schicken? Muss ja nicht stimmen. Hauptsache, es ist die schickere Antwort. Und wir fragen gar nicht, ob die das wollen. Ich finde die Antwort gut, ja, genau. Wir mussten eben ja auch alleine entscheiden. Genau, genau. Obwohl wir gefragt haben. Ja. Ihr hattet eure Chance. Jetzt nehmen wir extra C. Wir nehmen C. Aber es ist wirklich... Ein ahnungsloses C. Da, wo viele Römer sind, gibt es angeblich auch viel Purpurmoos, sagen die beiden. Moose, wie das in Europa häufig vorkommende Purpurmoos, haben im Verhältnis zu ihrer kleinen Masse eine besonders große Blattoberfläche. Da die Blätter keine wasser- und schmutzabweisende Wachsschicht besitzen, bleiben dort viele feine Partikel hängen. Purpurmoos nutzt das Ammoniak zum Beispiel aus Autoabgasen als Nährstoff für seinen Stoffwechsel und findet sich daher oft an Orten mit verschmutzter Luft und vielbefahrenen Straßen. Es ist Antwort B. Es bleibt bei 1000 Euro. Wollen wir im Urlaub mal nehmen? Nimm in Urlaub. Wir nehmen im Urlaub. Urlaub. Haftet ein Hotelbetreiber in Deutschland für die im Hotel geklauten Gegenstände eines Urlaubers? Hä? A. Ja, denn er nimmt gewerbsmäßig Gäste bei sich auf. B. Nur, wenn sich der Gegenstand im Hotelzimmer befand. Oder C. Nein, ein Hotelgast haftet grundsätzlich selber für seine Sache. Moment, haftet ein Hotelbetreiber in Deutschland für die im Hotel geklauten... Ja, denn er nimmt Gewerbsgäste bei sich auf. Nur wenn sich der Gegenstand im Hotelzimmer befand. Weil oft steht doch da, für Garderobe und so weiter, übernehmen wir keine Haftung. Und ich glaube... Aber auch im Restaurant.
Ja, ja, aber darum sind doch in den Hotelzimmern Safes, dass man das einschließen kann, weil man selbst dafür verantwortlich ist. Wenn man es dann nicht eingeschlossen hat, das aber, Mann. Ja, und was ist, wenn dann der Safe aufgebrochen wird? Ist er dann trotzdem? Also, ich weiß, das ist sehr, sehr, sehr vorsichtig. Also, am Anfang wollte ich sagen, schließe ich aus. Also, der muss haften. Also, normalerweise haftet ja jeder für das, was er an sich hat, mitbringt. Und wenn es im Zimmer, dann hat er seine Pflicht des Aufpassens auf dieses Zeug ja erfüllt. Er nimmt gewerbsmäßig. Ja. Nee, B würde ich auch im Prinzip ausschließen. Nehmen wir mal an, du lässt dein Portemonnaie liegen und lässt deine Hotelzimmertür auf. Naja. Dann bist du ja der Idiot und da kann ja der Hotelbesitzer nicht dafür. Eben. Da kann ja jeder rein sich das Portemonnaie nehmen. Warum soll er dann haften? Ich bin ein bisschen für C. Er haftet grundsätzlich selber für seine Sachen. Ist doch, wenn das jetzt geklaut wird, was ist denn der Hotelbetreiber damit zu tun? Haftest du selber, ne? Meiner Meinung nach haftet doch der das besitzt, für seinen Besitz. Also, haben wir Mut? Gewinnen kann jeder, verlieren muss man lernen. Wir sind beide bei C. Ja, wir sind nicht. Ja! Das sind Lebensweisheiten. Junge, wir nehmen C. Nehmt C. Jo. C. Deutsche Hotelbetreiber sind gemäß § 702 Absatz 3 BGB verpflichtet, besonders wertvolle Gegenstände zur Aufbewahrung zu übernehmen. Denn bei einem Diebstahl ist völlig egal, ob Gegenstände im Zimmer, am Pool oder im Speisesaal entwendet wurden. Wer gewerbsmäßig Gäste bei sich aufnimmt, haftet laut § 701 Absatz 1 BGB für den Diebstahl von Sachen seiner Gäste. Solange dem Gast keine grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, muss der Hotelbesitzer, je nach geklautem Gegenstand, zwischen 800 und 3.500 Euro ersetzen. Der Gast muss den Hotelbetreiber aber unverzüglich über den Diebstahl informieren. Ja. Ja. Ah. Wir können nicht mal sagen, dass wir nah dran waren. Das, das stimmt, das ist richtig. Ja. Obwohl, du sagst, mit Garderobe, dann nimmt man keine Hand. Also es bleibt erstmal bei 500 Euro, aber da kann ja noch was dazu kommen. Mit welcher Kategorie wollen wir weitermachen? Marika? Damals. 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 Im viktorianischen London war es völlig normal, dass A. der Briefträger 12-mal am Tag vorbeischaute, B. es an jeder Straßenecke heißes Wasser zum Mitnehmen gab oder C. einem regelmäßig Fässer mit frischer Luft zugestellt wurde. Was ist das denn wieder cool? Das Lustige ist, es kann wirklich alles sein. Ne? Ja, genau. Es kann wirklich alles sein. So, fangen wir mal an. Der Briefträger 12-mal am Tag vorbeischaute. Das kann ich mir schon vorstellen. Kann mir vorstellen. Die waren bei den Viktorianern. Man geht nicht raus, man berührt sich nicht, man redet nicht miteinander. Das ist alles unschicklich und deshalb haben die ohne Ende Post geschickt. Ja. Und gerade, also. Das sehe ich auch so. Genau, kann das durchaus passieren. Ich frage jetzt, warum genau. Ach doch, jede Stunde. Der kam jede Stunde. Also von 8 bis 8 jede Stunde. An jeder Straßenecke heißes Wasser zum Mitnehmen gab. Zum Waschen, zum Saubermachen, Zähne putzen? Keine Ahnung. Echt? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das gibt's doch gar nicht. Halte ich für. Also, diese Fässer mit frischem Luft, also Gott. Also, ich glaube, ich bin eher bei A. C, wenn das kommt, ich sage, okay, hätte ich mir, aber würde ich nicht vermuten. Du, aber du hast auch, bist auch. Ich bin bei A. Wir sind beide bei A. Also folgen wir unserem Gefühl, oder? Ja. 12-mal, 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Aber leg uns nicht auf die Uhrzeit fest. Ja, A ist festgehalten und wir blicken zurück ins viktorianische London. Im London des 19. Jahrhunderts, bevor es Telefon und Fernschreiber gab, war es trotzdem möglich, morgens eine Einladung zu verschicken, nachmittags eine Antwort zu erhalten und abends die Gäste zu empfangen. Und dies dank der unermüdlichen Briefträger, die in einigen Bezirken bis zu 12-mal durch die Straßen zogen. In der viktorianischen Zeit galt es nämlich als unhöflich, Briefe nicht umgehend zu beantworten. Dementsprechend hatten die Postämter und ihre Mitarbeiter immer viel zu tun. Sehr gut. Richtige Antwort, 500 Euro obendrauf.
1.500 Euro auf dem Konto. Wir haben noch tierisch Wintersport, das Fragezeichen und Kanada. Seid ihr einverstanden, wenn wir glauben, dass ihr auch ein bisschen Glück habt? Na komm. Ich sag mal so, ja. Briefträger den ganzen, jede Stunde, das kann doch kein Mensch. Da, ach, ich wer sag weiß mal denn so, sowas? Ja. Na? Komm, zeigt uns mal, okay, dass ihr es genauso gut könnt. Wintersport. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ich, ja. Sportwissenschaftler fanden heraus, dass sich Frauen beim Skifahren statistisch öfter am Knie verletzen, weil A, ihre Skischuhe zu breit sind, B, ihre Skibindungen falsch eingestellt sind oder C, sie vorsichtiger fahren als Männer. Boah. Hörst du die Sprachlosigkeit bei uns hier? Hm. Hörst du die Sprachlosigkeit? Das ist schön. Die Skischuhe zu breit, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das passiert doch jeder Skifahrerin nur einmal. Und sagt, ich kaufe mal einen schmaleren, da falle ich ja immer hin mit dem Breiten. Ich gehe davon aus, dass du Skifahren kannst, Hans-Jürgen? Na ja, Skifahren kann man es nicht nennen. Ich komme mich bewegen drauf. Aber kann er nicht. Kann er nicht? Jetzt fallen sie uns auch noch in den Rücken. Genügt es nicht, wenn ihr führt? Sag mal. Die Skibindung ist doch... wann sie aufgeht. Ja eben, aber das macht doch gar keinen Sinn. Wie soll die denn falsch eingestellt sein? Doch, du kannst sie zu locker oder zu fest. Wenn sie zu fest ist, geht sie nicht auf. Und es kann schon sein, dass gerade Frauen sagen, sie muss fest sitzen, sonst habe ich keinen Halt. Aber vorsichtiger fahren als Männer, das tun sie schon mal sicher. Aber ob das zu Verletzungen führt, das ist ja auch... Wollen wir mal fragen. Weil die vorsichtiger fahren... Ja gut, das kann natürlich sein, weil die dann eine andere halt nicht eine lockere, zu lockere Haltung haben. Ich bin oder sicher, was? Hinter uns sitzen viele Skifahrer, die weitaus besser sind. Weil wir ja hier in Hamburg sind. Ja. Aber du weißt, unsere Gäste kommen teilweise von weit her. Ja, aus Bielefeld. Ist ja bekannt für Ski. Komm hier. Ich habe ein Land sogar. Ich meine, wir haben ja tatsächlich selber keine Ahnung. Die Skischuhe. Ich bin ein bisschen. Also, mit dem Knie hat nur was zu tun, wenn du vorne rutscht, kann ich mir nicht vorstellen. Nur wenn die Bindung nicht aufgeht und sie dadurch sich das Knie verdrehen. Okay, du bist also im Prinzip bei B. Das ist die einzige Möglichkeit, ja, wo du sagst, die können das nicht machen, nee, die Bindung ist falsch. Die beschäftigen sich damit nicht so, das ist zu technisch, wie das eingestellt werden muss, vorne links und rechts. Und Eltern. Dauert denen auch zu lange, die wollen fahren. Also, wollen wir fragen? Fangen wir das Publikum. Weil wir uns diesmal uneinig sind. Ja. Du bist für B, ich bin für C. Ja, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. So, und jetzt aber. Ja. Oh, guck mal. Hey. Yeah. Oh, zwei. Steht schon mal zwei Männer auf. Ja. Das ist gut. Das sieht aus, als wären sie Paarläufer, du. Das ist gut. Ihr müsst jetzt nur noch entscheiden, wer von beiden antworten sollte. Beide staatlich geprüfte Skilehrer. Ja. Beide sind relativ schnell aufgestanden. Ja. Sitzen. Oder? Ich glaube, die haben wahrscheinlich die gleiche Meinung. Ist egal, such dir einen aus. Ja, hör mal den Herrn rechts. Von mir aus rechts. Ihn hier. Ja. Alles klar. Nichts für ungut, du bist ja mit im Bild. Ja. Grüß dich. Ja. Hallo Kai, ich heiße auch Kai. Hallo Kai. Hallo Kai. Schön, dich kennenzulernen. Bist du ein echter Kai mit AI? Ja. Sehr gut. Aber du hast den deutlich cooleren Nachnamen. Ja. Naja. Ja. Heute finde ich den auch cool. Ne? Das, als Kind war das manchmal schwieriger. Ja, okay, Kai, hast du Ski-Erfahrung? Nein, null. Aber ich habe eine, glaube ich, relativ gute Idee. Also, du hast eine gute Idee. Ja, ich denke, dass es Antwort B ist und meine Erklärung dafür ist, dass es meines Wissens wichtig ist, für Skibindungen sein Gewicht anzugeben. Die müssen ja bei bestimmten Belastungen auslösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Dame dabei unrichtige Angaben macht. Und es vielleicht ist daher ganz andere Ecke möglich ist, dass die Skibindungen dann zu spät auslösen und dadurch die Verletzungen kommen. Oh, das ist ja ein ganz spannender Ansatz. Ne? Also... Ich glaube, wenn das stimmt, kann der eine oder die eine oder andere dir nachsehen, was du gerade gesagt hast. Zumindest hier auf dieser Seite des Publikums.
Sportwissenschaftler der Universität Innsbruck untersuchten, weshalb sich Frauen beim Skifahren häufiger das Knie verletzen als Männer. Ihr Ergebnis? Die Skibindung ist oft falsch eingestellt. Die Bindung fixiert den Schuh, soll aber locker genug sein, damit sich der Ski bei einem Sturz löst. Diese Einstellung erfolgt anhand des Gewichts. Frauen haben jedoch eine prozentual geringere Muskelmasse. Bei einem Sturz fällt es ihnen daher schwerer, sich aus dem Ski zu befreien, was in der Folge schnell zu Knieverletzungen führt. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. War richtig. Richtige Antwort. Und damit für die 1.000 Euro. Ganz wichtig, dass die Skibindung richtig eingestellt ist. So, wir haben noch tierisch, das Fragezeichen und Kanada. Jetzt entscheidest du. Ich soll entscheiden, Kanada. Mhm. Einfach, weil ich es interessant finde. Warum verkauft ein Imbisswagen im kanadischen Manitoba nicht eine einzige Mahlzeit? A. Er wird von der einheimischen Bevölkerung boykottiert. B. Geschichtswissenschaftler sammeln dort Rezepte. Oder C. Chemiker nutzen den Truck für Frittierexperimente. Also, er wird boykottiert. Das heißt, das ist irgendwie einer, der, keine Ahnung, irgendwas verkauft, was sie nicht wollen. Pizza Hawaii verkauft. Genau. Und die sagen, hallo, das hat mit Kanada nichts zu tun. Ja. Da geht keiner hin. Das glaube ich nicht. Sammeln oder? Rezepte. Nee, wirklich nicht. So. Geschichtswissenschaftler sammeln dort Rezepte. Das kann ich mir total gut vorstellen. Kanadisches Manitoba, da gibt es vielleicht ein paar indigene Bevölkerungen. Das wird immer weniger. Man hat natürlich total Angst, dass die Geschichte der Völker dort verloren geht. Ja. Und Chemiker nutzen den Truck für Frittierexperimente. Wir sind nicht im Labor, oder? Also ich glaube auch eher. B, ne? Sind wir beide bei B? Also ich denke, B ist eigentlich das Einzige. Also das Team Hohecker würde boykottiert. Team Hohecker. Hohecker. Meint sie meine Haare oder das Gehirn? Gehirn! Oder Gehirn? Haare? Was ist das? Haare? Haare. Aber wenn das Team Hohecker mit Gehirn in Gebärdensprache übersetzt wird, wie wird dann Team Elton übersetzt? Nein. Das war ja jetzt das Beste. Das ist jetzt richtig cool. Ich glaube, Sarah, du darfst jetzt jede Sendung kommen. Ja. Okay, das Team Hohecker möchte welche Antwort? Ja. Ich kann das mal. Nee, ich krieg leider nicht hin. B. B. Ja, nicht, dass wir uns. Alles klar. Schon mal versprochen dann beim. Ja, okay. Seit 2017 ist im kanadischen Manitoba ein Imbisswagen unterwegs. Allerdings hat er seitdem nicht eine einzige Mahlzeit verkauft. Stattdessen kochen Einheimische dort Gerichte, die ihnen etwas bedeuten. Geschichtswissenschaftler der University of Winnipeg sammeln die Rezepte und Geschichten dahinter. Dieser praktische Ansatz soll eine Essenschronik der Region entstehen lassen und dokumentieren, wie dort Nahrung traditionell hergestellt und konsumiert wird. Tolle Geschichte. Richtige Antwort. Und ihr steht bei 2.000 Euro. Wir haben noch zwei Fragen. Tja. Für jedes Team eine. Fragezeichen. Okay. Schwarze Duschgel- oder Shampooflaschen. A. Können nicht recycelt werden. B. Sind hitzebeständiger als weiße. Oder C. Erhalten Duftstoffe länger. Wir hätten doch mal lieber tierisch nehmen sollen. hitzebeständiger als erhalten. Duftstoffe länger, das scheint mir schon irgendwie, erstens wird es ja, hitzebeständiger als weiße, dunkle, nicht. Schön, dass du redest, ich bin völlig sprachlos. Also bei A schließe ich aus, es gibt ja auch andere Flaschen, die schwarz sind. Warum sollen die nicht recycelt, also
nur weil die eine schwarze Farbe haben, können die nicht recyceln. Duschgel oder Shampooflaschen? Warum Duschgel oder Shampooflaschen? Ach Mann! Och, Elton! Verzweiflung, puh. Ich komme immer so gut gelaunt in diese Sendung und gehe immer. Und danach muss ich immer zum Psychiater. Lass dir doch deinen Namen noch mal zeigen, das hilft. Nur, dass ihr das nicht missversteht. Ne? Wenn der Elton sagt, er muss nach der Sendung zum Psychiater, ist nicht so, wie ihr jetzt denkt. Er meint, er muss zum Griechen. Ne? Komm, wir lagen jetzt immer falsch. Warum soll man jetzt genau, mach die doch Richtung mal ein Gegenteil, wechseln? Mach doch mal ein Gegenteilspiel. Was ja, ihr könnt lachen. Logisch. Was erscheint euch am logischsten und dann nehmt ihr das andere? Das ist jetzt gemein. B oder C sind hitzebeständiger als weiße oder ein Duftstoff. Ja, das ist doch wurscht. Mit so heiß duscht doch kein Mensch, dass die Flasche schmilzt. Aber wenn das teure Zeug plötzlich nicht mehr riecht, das ist es doch. Entscheidung, Elton. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe so einen Schiss, jetzt irgendwas zu nehmen. Das kann okay, dann sage ich C. Und er geht zum Griechen. Loggen wir es ein? Ja, lock das ruhig ein. Ich habe eh... Muss, glaube ich, den Buchstaben sagen. Ellen, wenn ich nicht recht habe, darfst du mir böse sein. Nein, gar kein Fall. So, das wird jetzt spannend für Team Elton. Gibt es noch mal 500 Euro dazu oder nicht? Vor allem Duschgel und Shampooflaschen für Männer besitzen häufig eine schwarze Verpackung. Das Problem daran, schwarze Kunststoffe können von Abfallsortieranlagen mit herkömmlichen Infrarotkameras meist nicht erkannt werden. Denn schwarz schluckt das Licht, statt es zu reflektieren. Es ist für das optische Sortiersystem quasi unsichtbar. Statt recycelt zu werden, landen die schwarzen Flaschen daher hauptsächlich in den Sortierresten und werden verbrannt. Aber nicht. Wir haben noch eine Kategorie und eine Frage für Team Bernhard. Tierisch, tierisch. US-Forscherinnen haben herausgefunden, dass nordamerikanische Eichhörnchen A. im Winter zwei Zähne mehr haben, um Nüsse besser zu knacken. B. versteckte Nüsse vorher anlecken, um sie leichter wiederzufinden. Oder C. so viel an Nüsse denken, dass ihr Gehirn im Herbst wächst. Das sagen wir mal so, das hätten wir auch nicht richtig schlagen wollen. Was ist das denn? Ja. Also, es geht um die Squirrels, die nordamerikanischen Eichhörnchen. So, im Winter zwei Zähne mehr haben, um Nüsse besser zu knacken. Das glaube ich nicht. Das heißt, die müssten die ja dann wieder verlieren, wieder nachwachsen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. So, versteckte Nüsse vorher anlecken, um sie leichter wiederzufinden. Also, die machen das ja. Das ist dann quasi ein Duftstoff. Die verbuddeln immer erst alles und dann finden sie es doch wieder. Die Frage ist, hält dieser Duftstoff so lange? Wenn sie das nicht in schwarzes Plastik einpacken, verfliegt dann das ja total schnell. Ja, das ist so. Machen sich auch lustig. Da krieg ich ja noch genug Ärger für den Satz jetzt, das weiß ich schon, aber er hat mir Spaß gemacht. So, jetzt... Das kann natürlich sein. So viel an Nüsse denken, dass ihr Gehirn im Herbst wächst. Und weißt du was? Ich glaube, das ist sogar so. Ja. Die müssen sich total viele Sachen merken. Und deshalb wächst ihr Gehirn. Und wenn sie es dann gefunden haben, schrumpft das wieder zusammen. Ich bin auch bei C. Also ich könnte mir es gut vorstellen, ja. Also wir sind vom Gefühl bei C. Wir gehen bei C. Ja. C. Ja. C. Mhm. Ja. Jetzt muss es nur noch richtig sein. Tja. Eichhörnchen fressen sich keinen Winterspeck an, sondern verstecken im Herbst Nüsse für ihren Wintervorrat. Vor allem Fuchshörnchen und Grauhörnchen vergraben ihre gesammelten Nüsse weit verstreut und lagern sie auch getrennt nach Sorten. US-Forscherinnen vermuten, dass sie dafür eine mentale Karte im Kopf anlegen, um sich besser an die Verstecke zu erinnern.
Ihre Messungen ergaben, dass Eichhörnchen so viel an Nüsse und ihre Lagerung denken, dass ihr Gehirn im Herbst messbar wächst. Das ist übrigens bei Bernhard auch so. Wenn die Sendung läuft, ist der Kopf größer als in den Zeiten, wenn wir eine kleine Pause haben. Ja? So, wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Hinter Elton und Hans-Jürgen Bäumler sitzen ja mehr Leute. Deswegen beginne ich bei euch. Ihr habt 1.000 Euro auf dem Konto. Bernhard und Marika Kirjus haben 2.500 Euro auf dem Konto. Damit sind wir bereit fürs große Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Mathematik. Das ist egal. Wir denken gerade an Nüsse. Aber ich will keinen Ärger dahinten. Okay. Der Bernhard ist als Mann in diese Sendung hineingegangen. Kommt als Eichhörnchen wieder raus. Schauen wir mal, wie er rausgeht. Hier ist die heutige Masterfrage. Es kann alles schief gehen. Ja, welche Zahl? Das weiß Bernhard sowieso. Welche Zahl hat 15 Nullen? A Billion, B Trillion oder C Billiarde? Ihr habt 20 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Ich hab keine Ahnung. Das nicht. Das ist das. Ich kann auch tauschen, aber. Beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt. Beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Wir sind gleich zurück mit der Antwort und der Entscheidung. Bleiben Sie dran. Zurück, meine Damen und Herren. Wir haben heute Hans-Jürgen Bäumler und Marika Kirjus zu Gast. Hans-Jürgen Bäumler und Elton haben 1.000 Euro erspielt. Marika Kirjus und Bernhard haben 2.500 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt aus der Kategorie Mathematik. Welche Zahl hat 15 Nullen? A Billion, B Trillion oder C Billiarde? Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Hans-Jürgen und Elton haben 1.000 Euro auf dem Konto und gesetzt 1.000. Bernhard und Marika haben 2.500 Euro auf dem Konto und gesetzt 500. Oh. Für welche Antwort habt ihr euch entschieden? Team Elton? Antwort B. Team Bernhard? Naja, ich habe die 1.000 vergessen. Antwort B. Ah. Bernhard hat irgendwas. Mann, setz dich doch mal durch! Die Billion hat 12 Nullen. Die Trillion oder die Billiarde? Welche Billion hat 12? Die Billiarde hat 15 und Billion hat 12. Ah. Was sagst du? Billiarde hat 15, Trillion hat 18. Warum hast du es da nicht so eingetippt? Nee. Weil ich doof bin. 1.100? Och, Elton! Die Trillion hat 18 und die Billion hat 12 und die Billiarde hat 15 Nullen. Antwort C ist die richtige. Und damit gewinnt trotzdem Team Bernhard mit 2.000 Euro. Hättet ihr noch drehen können, hättet ihr euch noch ein Stechen retten können, aber nicht ganz. Herzlichen Glückwunsch, liebe Marika. 2.000 Euro habt ihr gespielt, Bernhard. Wir lassen ihn noch ein bisschen zählen. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal kurz ausgerechnet. 2.000 Euro sind für jeden von euch 34,48 Euro.
Das ist doch ein ordentlicher Gewinn. Ja. Während hier noch gerechnet wird, darf ich mich schon mal verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Auch herzlichen Glückwunsch unseren drei App-Gewinnern. Ebenfalls 34,48 Euro. Danke an Marika Kirjus und Hans-Jürgen Bäumler. Und danke fürs Zuschauen. Das war der Weiß denn sowas für heute. Bis dann.